Hallo, meine lieben Zuschauer. Da habe ich wieder eine Gerissen, wa? Okay, wir stellen doch lieber hoch oder um auf ein Deutsch, das ihr versteht. Da habe ich einen ganz schönen Bock geschossen diesmal mit der Redstone-Schule und deswegen sage ich euch das gleich zu Beginn. Und zwar ist mir passiert, dass während der Aufnahme der Busch überhaupt gar nicht zu hören war. Und ja, ich zum Teil auch nicht mehr, weil ich die falschen Shortcuts gedrückt habe und damit aus Versehen mein eigenes Mikrofon deaktiviert habe. Was soll ich sagen? Dinge passieren, shit happens, tut mir echt leid. Deswegen habe ich aber, vielleicht ist es ja auch ein ganz lustiger Effekt für euch, die gesamte Redstone-Schule nochmal nachvertont. Auf den Teil Ton, der schon da war, habe ich nochmal Buschs Stimme draufgesprochen und meine eigene zum Teil auch nochmal draufgesprochen. Das könnte etwas konfus sein, es könnte etwas witzig sein. Hoffen wir mal, dass es weniger stört und einfach nur ein bisschen lustiger ist als sonst dadurch. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu wünschen als viel Spaß beim Video und beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall eine Qualitätskontrolle und prüfen, ob der richtige Ton da ist. Viel Spaß mit der Redstone-Schule heute. Bis dann. Busch? Ja? Was machst du da drüben? Ich weiß nicht, was machst du da drüben? Wow! Oh, oh, oh. Was war denn das? Ich weiß nicht, eine Wand, die ist verschwunden. Hallo? Hallo, Rouge. Offenbar. Rouge. Haben wir hier eine bewegliche Wand? Wie groß ist sie denn hier? Sechs in der Höhe. Ich weiß nicht so genau. 6x6, das ist schon ordentlich. Ja, 6x6. Ah! Das geht wieder auf. Jetzt aber schnell durch hier. Ja, komm meine mal rüber. Güte. Okay. Ja, denn wir zeigen euch heute, wie man eine schöne, große Tür baut, die einfach komplett im Boden verschwindet. Schön schmal an der Oberfläche, keine Pistons, die links, rechts oder oben hängen. Alles ist versteckt unter dieser Bodenplatte hier. Und wie genau das funktioniert, das zeigen wir euch nach dem Intro. Genau. So, und hier sehen wir schon das Geheimnis dieser Tür. Ich muss direkt zum Anfang sagen, ab jetzt werden die Bauwerke vermutlich häufiger etwas komplexer als bisher. Das bedeutet, dass wir sie nicht mehr live im Video für euch bauen können. Ja, das heißt, wir würden einfach Videos machen, die 20, 30, vielleicht 40 Minuten gehen, wenn wir die live im Video bauen. Und das würde den Rahmen sprengen. Wir erklären euch aber, wie es funktioniert. Und logischerweise stellen wir euch hiervon, ihr seht schon, die Köpfe sind drauf, wie sich das für eine Schematik von uns gehört, ziehen wir euch eine Schematik hiervon und laden die im Anschluss auf meinen Discord-Server hoch. Von daher, wer noch nicht Mitglied auf meinem Discord-Server ist, der kommt bitte schnell dazu, denn da findet ihr links in dem Menü ganz unten den Bereich Schematikas und dort wird dann auch diese Tür liegen. Ansonsten, Busch? Ja, so machen wir das. Erklären können wir gut. Aber und selbstverständlich. Ja, bauen ansonsten wir nichts. Jederzeit einfach anschreiben, dann schicke ich euch einen aktuellen Link neu zu. Gut, dann, was haben wir hier? Also wir haben hier oben die Plattform, wo wir eben drauf standen, einen Torbogen. Ihr seht den Kies, der im Boden verschwindet. Das geht auch nur mit Kies oder Sand oder halt fallenden Items, die ja, sich genau. aber auch gleichzeitig verschieben lassen. Und ihr seht, hier unten baut sich so ein kleines Lager auf. Und wenn man das Ganze aktiviert, dann seht ihr, wie hier eine Reihe nach der anderen links runterfällt, nach rechts geschoben wird und sich nach oben auftürmt, bis die Tür hier oben zu ist. Und so ähnlich, nur ein bisschen schneller, funktioniert das Ganze bergab. Nämlich die Pisten schieben alles einmal rüber und lassen einfach den Kies nach unten fallen. Auf der Seite hier drüben, relativ simpel, das erkennt jeder, der die Redstone-Schule schon ein bisschen verfolgt, befeuern wir letztlich einfach die Pistons. Also die Pistons, die hier das Ganze nach links rüber schieben. Hier sind die Fackeln, die bepowern einmal hier und da. Ja, und das gleiche nochmal hier. Und hier unten haben wir das ein bisschen anders gelöst, aber letztlich vom Prinzip her das gleiche. Ja, hier werden einfach nur die Pistons angesteuert. Ja, genau. Und so, dann gehe ich mal rum zum lieben Busch. Sehr zuverlässig. Das ist übrigens der Hebel, mit dem alles in Betrieb gesetzt wird. Den kann man von hier aus an beliebige Stelle verlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, man könnte jetzt da eine Treppe dran bauen ich oder zeig das mal. Irgendeine andere Form von Quelle. Ja. Busch baut das Ganze jetzt mal hier nach oben. Genau. Oder also ein Stück rum. Hier, einfach genau, hier rum oder so. Einfach mal so ein Stück nach oben. Geht sodass alles. Man den Hebel auch theoretisch bis hier oben auf die Plattform ziehen könnte oder irgendwo anders hin. Entscheidend auch hier. Der Hebel macht hier die Stärke von 15. Das heißt, spätestens nach 15 Blöcken Redstone muss man natürlich einen Repeater einsetzen, wenn das Signal weitergehen soll.
Ja, man muss hier beachten, dass auf jeden Fall hier das richtig angesteuert wird, dass es da in den Block reingeht und auf der anderen Seite in den Comparator reingeht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dieser Block hier, was der macht, das erkennt ihr mit Sicherheit auch, wenn ihr die Redstone-Schule schon fleißig beobachtet habt oder zugeschaut habt. Denn sobald hier ein Signal drauf kommt, fährt der Piston aus und es gibt ein kurzes Signal hier drüben auf die Redstone-Anlage hier, die dann kurz hier die Pistons befeuert. Ja, genau. Also letztlich ein Signalverkürzer, wie wir ihn ja schon x-fach erklärt haben. Ja. So, und was passiert hier drüben? Ich rede die ganze Zeit, ich lasse jetzt mal Busch ein bisschen was erklären. Ja, also es ist so, dass hier der Piston, wenn der Energie bekommt von dem Comparator und dem Repeater dahinter, dann fährt der aus und gibt ein Signal auf die andere Seite. Und dabei gibt er wieder ein Signal zurück an den Ofen. Und so wird das immer hin und her gefahren und löst dann unten das Hochschieben aus, beziehungsweise das seitlich Rüberschieben von dem Vorrat an Kies. Und der wird dann nach unten fallen, wird nach links geschoben und von dort nach oben geschoben. Und dann fährt oben die Tür langsam zu. Ja, ich kann das auch mal zeigen. Ich kann das demonstrieren. Ich mache das jetzt gleich einfach mal an. Und das Ganze übrigens, in dem Ofen liegt einfach nur ein Hebel drin. Ja, der gibt ein Signal von 1 und dann ist egal, wie stark das Signal ist, das von der Seite kommt. Hauptsache es wird aktiviert und deaktiviert. Das wäre anders, wenn wir da jetzt beispielsweise statt dem Ofen eine Fackel nehmen würden oder so. Jetzt machen wir das gleich nochmal an, damit man das auch nochmal in Aktion sieht. Dann versteht genau. Man es besser. Genau, da seht ihr es. Immer kurz wird es ausgeschoben, Signal kommt rein, ausgeschoben, Signal kommt rein. Ein ganz kurzes Signal. Aber immer nur für einen kleinen Moment. Genau. Ja, und dann ist es so, dass der Vorrat halt leer ist, dann ist oben die Tür zu und dann ist das, dieser Redstone-Block hängt halt auch am Schleimblock, der wird da hin und her bewegt. Und hier drüben, genau, hier drüben sieht man das ganz schön von der anderen Seite, was man da macht. Da sieht man, wie dann die eine Reihe einfach nur die Keys oben festhält, also die Pistons sind ausgefahren, damit der Keys nicht jedes Mal wieder runterfällt. Und die Reihe, die schiebt halt immer rüber. Und die untere Reihe Pistons schiebt nach oben. Ja, ich mache das mal an, dann könnt ihr das besser sehen. Ihr seht das jetzt gleich, zack. Es fällt alles runter. So, das ist jetzt eins runtergefallen. Aber auf den Pistons gelandet und geht deswegen nicht mehr weiter. Ja, und ich mache das gleich nochmal. Dann seht ihr, wie das da hin und her geschoben wird. Letztlich wird das immer schön im Kreis gedreht. Ja, und die Ofen... Also von links hier darüber auf die nach oben zeigen. Ja, genau. Genau. Von links darüber, auf die nach oben zeigen. Die oberen fahren ein, die unteren fahren aus. Es wird nach oben geschoben und oben die halten dann halt wieder fest, damit es nicht nach unten fällt. Ja, so ist das. Und wenn man hier das wegnimmt, das Redstone, dann seht ihr das. Die würden halt einfach von oben runterfallen. Da könnten wir so oft nach oben schieben, wie wir wollten. Die würden einfach immer wieder runterfallen. Und genau deshalb das heißt, ist es wichtig. Keine Barriere nach unten hin, ja? Kein Schutz für den Fall. Ja, genau. Deswegen ist wichtig, dass da halt diese Pisten befeuert wird und dann aber auch kurzzeitig ausgeschaltet wird, damit von unten nach oben geschoben werden kann, aber von oben nicht wieder runterfällt. So, jetzt haben wir da noch eine Reihe zu viel, wegen meinem Test, den ich gerade gemacht habe, wo ich Redstone weggenommen hatte. So sieht das aus. Genau, und jetzt ist da diese Barriere eben gegeben. Genau, die Ofenreihe, die ihr hier seht, das ist letztlich einfach nur ein Schutzapparat. Ja, damit, falls mal was schief gehen sollte und hier aus irgendeinem Grund zu viel Kies nach vorne geschoben wird, sich hier die Redstone-Leitung nicht wegschiebt. Genau, habt ihr ja auch schon gelernt, dass sich Öfen nicht verschieben lassen. Ja, das haben wir in der Redstone-Schule auch schon gezeigt. Und wie das Ganze jetzt nochmal in Betrieb aussieht, das gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an. Und dann seht ihr, dass es immer so eine schöne Kreisbewegung gibt. So. Genau, da hat der Busch gerade noch was Wichtiges gesagt, denn der Item Remover sollte die Tür betätigen, während der Item Remover läuft. Dann wird der fallende Keys als Item betrachtet, das gelöscht werden soll und verschwindet dementsprechend. Das heißt, ihr müsstet den Keys ersetzen. Ja, und deswegen ist wichtig, dass ihr halt darauf achtet, dass ihr nicht während des Item Removers damit arbeitet. Und dann habt ihr auch kein Problem mit dem Keys. Ja, so, ich mache das nochmal an jetzt hier hin und ihr guckt mal zu. So, da seht ihr, wie der Vorrat nach unten fällt. Und so sieht man schön, wie immer eine Reihe Kies rübergeschoben wird, runterfällt, nach rechts geschoben wird und nach oben wieder. Das ist so ein schöner kleiner Kreislauf, der da gebaut ist. Genau. So, und jetzt gehe ich hier rüber und... Genau, komm mal mit. Und hier sieht man das auch. Das ist, was ich vorhin sagte, der Redstone-Block klebt an dem Schleimblock und aktiviert damit immer ganz kurz nur... das Redstone,
Und dadurch kommt dieser Kreislauf zustande. Das ist halt eine Timing-Frage. Also es muss alles exakt in der Schematika so eingestellt werden, wie es hier ist. Und wenn dann die Repeater alle richtig sind, wenn dieser Schleimblock an der gleichen Stelle sitzt und das Timing eben ganz genau so ist, dann haben wir diesen, ja, diesen Kreislauf, der das nach oben schiebt, genau, beziehungsweise wieder runter sortiert. So einfach hat man einen schönen Effekt mit einer ziemlich großen Tür. Und das Witzige ist, das ist im Grunde nach links oder rechts, beziehungsweise in dem Fall, wie es jetzt gebaut ist, im besten Fall nach hier links, beliebig erweiterbar. Das heißt, ihr könnt die Tür theoretisch auch so breit wie euer Plot machen. Solange, ja. Ja, genau, es ist beliebig erweiterbar in eine Richtung. Genau, hau raus. Ja, nur nach oben halt nicht, aber seitlich geht auf jeden Fall so viel man will. Man muss nur halt immer das Signal verlängern. Also wenn es über 15 hinausgeht, muss man natürlich gucken, dass man das Signal verlängert. Das ist ganz wichtig, aber das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile echt zu Genüge. Ja, das sind so die Klassiker, an denen es dann manchmal scheitert, weil man nicht aufgepasst hat, nicht mitgezählt hat und am Ende sitzt dann ein Repeater zu wenig oder sitzt zur falschen Stelle und man sucht ewig nach dem Fehler, obwohl die Ursache sehr simpel ist, ne? Ja, genau. Und das kann man halt vermeiden, ne? So, ansonsten, wie gesagt, ich ziehe euch jetzt gleich eine Schematika davon. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man das macht, ich kann das jetzt gerade mal live im Video machen. So, ist ganz wichtig, dass man hier das Ganze auf On stellt und den roten Punkt setzt. Und ihr seht, der schwebt jetzt da in der Luft. Und den kann ich hier mit Plus und Minus variieren. Y ist die Höhe, X und Z sind dann halt links und rechts verschieben. Und ich packe das immer so eins höher als die Lockkante, weiter als ich brauche. Ja, das heißt, ich gehe jetzt in den... Genau, und dann gehe ich da rein und packe den so eins über die Stelle, wo ich es wirklich brauche. Und dann gehe ich hin und setze den blauen Punkt. Den hätte ich jetzt natürlich geschickterweise in die andere Stelle gesetzt. Aber gut, so ist das halt. Den kann ich aber jetzt mit Plus und Minus hier rumschieben. Ihr seht, da hinten ist jetzt so ein kleiner Würfel, der angezeigt wird. Den machen wir jetzt aber größer. Jetzt hole ich mir den blauen Punkt hierher. Und dann sehen wir das, dass wir dieses ganze Gebilde, die ganze Schaltung eingepackt haben in diesen Block. Eigentlich eine ganz simple Sache. So, da sehen wir, da oben hängt er jetzt. Ich gucke mir das mal ein bisschen von der Seite an, damit ich nicht zu viel und nicht zu wenig nehme. So, und runter damit. Bis eins unter die Erde. Jawohl. So, und dann gehen wir noch eins drunter. Dann schieben wir uns das zurecht. Denn wir müssen jetzt noch nach links wandern, damit wir auch wirklich das gesamte Teil mit drin haben und nicht nur eine Scheibe davon. So, also bisschen. Jetzt sehen wir die Linien, die grünen Linien. Also die grünen Linien zeigen an, was alles in die Schematika aufgenommen wird. Also wir haben hier so eine grüne Box und die ist jetzt genau um das Ding rum. Beziehungsweise rot können wir noch ein bisschen verschieben. Aber an sich würde jetzt so die gesamte Maschine mitkommen. Ja. Wenn ihr damit fertig seid, dann gebt ihr dem Kind einen Namen. Ja, Kiestür, Redstone Schule und speichert das. Ja, das kannst du jetzt gleich nochmal machen, wenn ich das nämlich gleich fertig ausgebuddelt habe und dann haben wir auch die ganze Erde nicht im Weg. Ja, ihr seht da successfully Kiestür für Redstone Schule gespeichert. Ja, 4 Chunks. Und ja, jetzt machen wir das nochmal, damit der Busch zufrieden ist, damit die Erde nicht im Weg ist. Wird es überschrieben, wenn wir es gleich benennen? Ja, ich glaube, das wird überschrieben. Okay, dann benennen wir das einfach genauso. Kiestür, wie hieß es? Redstone, Schule. Schule, nicht Schuke. Safe. So, wieder successfully saved Redstone Kiestür. Ja, wunderbar. Das war's dann für heute. Denkt dran, wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, ihr könnt dem joinen. Da findet ihr alle Schematics aus den ganzen Videos. Vielen Dank, Busch, dass du mitgemacht hast. Und ich entschuldige mich nochmal, dass ich den ganzen Schwachsinn nochmal nachvertonen musste. Wir geloben Verbesserung und es wird so hoffentlich nicht wieder vorkommen. Ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen als, schaltet wieder ein zum Livestream, montagsabends 21:15, zwischendurch nach Lust und Laune. Freitagabend neue Folgen von Frag ein. Ansonsten bis dann, euer Rouge und euer Busch.